tut mir leid, es war meine Schuld. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie nicht reiten können? Tut sehr weh? Es geht. Na komm, Sie wollen mal sehen, ob es schlimm ist. Aber vielleicht ist es eine kleine Prellung. Wollen Sie nicht doch lieber zum Arzt gehen? Ach so. Also dann zeigen Sie Ihre Schulter mal her. Zu sehen ist nichts. Ist das ein Talisman? Nein, nein, das ist meine Erkennungsmarke. Sie sind Deutscher. Von einem U-Boot? Ja. Und jetzt? Na los, schreien Sie um Hilfe. Sie müssen uns doch hassen. Hassen? Das heißt schon hassen. Dass Sie Deutscher sind, dafür können Sie ja nichts. Und dass mein Mann durch euch ums Leben gekommen ist, dafür können Sie persönlich ja auch nichts. Aber dass Sie noch einmal hierher zurückkommen, in dieses Haus, zu mir und dem Jungen, wo Sie alles ganz genau wissen, das ist eine... Also das begreife ich überhaupt nicht. Bill? Ja? Ja, Moment, was gibt's denn? Sie haben Ihre Jacke hängen lassen. Sag mir, Glade. Ja? Ich will das Bild doch nicht haben. Der ist schon weggegangen. Na, tut's noch weh? Mit Whisky einreiben. Meine von innen. Das hilft immer. Warum haben Sie nicht gesagt, wer ich bin? Was wollen Sie denn jetzt von mir hören? Aber ich kann Ihnen die Antwort geben. Bill ist sehr jähzornig. Ich weiß nicht, was er getan hätte, und ich will Frieden in meinem Haus. Genügt Ihnen das? Ich hab Sie schon verstanden. Sie sind mich gleich los. Vielen Dank und verzeihen Sie. Werden Sie gesucht? Da draußen geht unser Polizeiinspektor. Naja, das haben Sie sich fein ausgedacht, Mr. Flügeli. Bei mir sucht man nämlich zuallerletzt einen Deutschen. Mrs. Beckett, ich muss den Mann dort im Auto sprechen. Ich muss. Na gehen Sie doch. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ich glaube, er wird beobachtet. Naja. Moment. Wenn O'Brien sieht, dass sie aus meinem Haus kommen, dann gerate ich doch in Verdacht. Und dann findet die Polizei einen amerikanischen Flieger und einen deutschen U-Boot-Mann. Ganz schön. Mrs. Beckett, Sie müssen mir helfen. Ich? Ja. Wenn Sie mir nicht helfen, dann sind vielleicht 63 Mann verloren. Wieso bin ich plötzlich für 63 Mann verantwortlich? Unser Boot liegt schwer beschädigt in der Bucht von Kinwara. Die Funkanlage ist ausgefallen, Maschinenschaden. Wir können zwar auf der Stelle 2 bis 3 Meter tauchen, aber wir können nicht mehr auf Tiefe gehen. Wenn man uns findet, wir sind ein offenes Ziel für jeden Angriff. Entweder wir kriegen ein Versorgungsschiff oder den Befehl zum Aussteigen. Ich muss um jeden Preis Verbindung mit unserem Kommando bekommen. Der Mann da draußen ist der Einzige, der sie herstellen kann. Ich bitte Sie, mir zu helfen.
300 Typanter. Ja? Er hat ja alles aufgeschrieben. Sie sollen den Zettel gleich vernichten. Was passiert? Der hat sich in der Adresse geirrt. Ich habe ihn nicht bestellt. Er ruft morgen früh zwischen 9 und 10 Uhr hier an. Was, erst morgen? Hallo, Schweizer. Jedenfalls danke ich Ihnen, dass... Sie brauchen mir nicht zu danken. Was habt ihr denn? Nichts. Mr. Flügeli will sich nur verabschieden. Was denn? Sie wollen gehen, Bob? Das kommt gar nicht in Frage. Sie bleiben selbstverständlich hier. Wir müssen noch feiern. So leicht komme ich doch nicht nochmal am Kätzchen vorbei. Tut mir leid, Bill, aber... Ich komme morgen wieder. Morgen, morgen. Wo müssen Sie denn jetzt hin? Ich muss zur Küste. Zur Küste, da geht jetzt gar kein Bus. Bus geht jetzt abends. Und wenn Sie den nicht erwischen, dann bringen wir Sie hin. Morgen und ich. Nicht wahr, Morgen? Ich habe auch schon einen Plan gemacht. Wir gehen alle ins Kino und hinterher zu McGlade. Ich lade euch ein, ihr seid meine Gäste. Bill, ich weiß nicht. Mr. Flügeli hat, glaube ich, keine Zeit mehr. Aber den frage ich doch gar nicht. Er ist Schweizer und die Schweiz ist neutral. Auf den müssen wir jetzt überhaupt erst mal trinken. Du auch. Entschuldige, dass ich deine Milchbecher nehme. Wissen Sie, ich trinke in einer streng mathematischen Formel. Ich habe mir errechnet, dass mein Körper ein Fassungsvermögen von 1/7 Liter Whisky hat. Wenn ich das Pensum geschafft habe, kann mich nichts mehr erschüttern. Ist das nun wissenschaftlich okay oder nicht? Sind Sie Mathematiker? Nein, Lehrer. Für Physik und Chemie. Prost.